Einen wunderschönen guten Abend und damit herzlich willkommen zum Daily Overview am Freitagabend. Ja, ich bin allein da, macht aber nichts, denn es ist Wochenende und am Wochenende haben wir natürlich, also Anfang des Wochenendes haben wir ein bisschen weniger News. Dafür kommen wir dafür am Anfang der Woche oder beziehungsweise auch meistens am Wochenende nochmal mal fleißig News. Und deshalb fangen wir einfach mal an mit den News und da haben wir heute was Interessantes, nämlich für alle die FIFA 11 spielen. Denn die werden sich wundern, wenn sie sich in der Online-Rangliste mal anschauen, die sitzen wieder bestimmt auf oder haben 0 Punkte, so ungefähr. Denn es gibt einen ganz einfachen Grund dazu, denn es gab einen Bug in dem Online-System, was natürlich einige Spieler deutlich ausgenutzt haben und dadurch gescheatet haben, denn dadurch konnte man sich in der Rangliste nämlich schön weit nach oben setzen. Und ja. Und das war natürlich fleißig ausgenutzt und EA hat deshalb gesagt, okay, sowas geht nicht, das müssen wir ändern. Deshalb haben sie die komplette Rangliste von FIFA 11 online auf 0 wieder zurückgesetzt, was bedeutet natürlich, dass ihr alle Erfolge sowie Erfahrungspunkte neu sammeln müsst, denn die sind auch alle weg. Und es wurden natürlich auch einige Cheater davon, oder wurden jetzt gebannt, da sie diese Lücke ausgenutzt haben. Und dieses ist natürlich eine nicht schöne Sache, muss man ja wirklich sagen. Aber, okay, wir lassen es einfach mal so und würden dazu natürlich eure Meinung wissen, wie findet ihr das, dass die Rangliste komplett auf Null gesetzt worden ist, damit diese Cheater nicht mehr mit dabei sind. Also eure Meinung dazu am besten mal in den Comments der News und natürlich auch unter dem Daily Overview auf www.eplaymusicv.de. So, muss man natürlich erwähnen. Was man auch erwähnen sollte, das ist natürlich der Nintendo 3DS, denn das ist natürlich das neue Gerät von Nintendo, was die 3D-Effekte natürlich sichtbar macht. Und da gab es jetzt nun was Aktuelles, Neues, nämlich von dem Nintendo-Präsident Satoru Iwata, denn er hat offiziell bestätigt, dass der Nintendo 3DS mehr Strom benötigen wird als seine Vorgänger DS und DSi. Und laut seiner Aussage soll es an den 3D-Effekten liegen. Aber es gibt natürlich dafür eine kleine Entschädigung, denn es wird im Lieferumfang eine Ladeschale geben, wo ihr euren Handheld dann direkt einfach reinstöpseln kann, ohne ein lästiges Kabel zu suchen, es reinzustecken und dann irgendwo rumliegen lässt, wo man eher noch drauf drehen kann. Ja, das ist natürlich auch was Interessantes. Und wie lange der Akku dafür jetzt aber hält von dem Nintendo 3DS, wollte Iwata tatsächlich nicht bekannt geben. Also denke ich mir mal, ist das eine nicht sehr große Leistung. Ich denke mal so 2-3 Stunden, denke ich mir mal so, dass der so ungefähr halten wird. Ich weiß jetzt nicht mal, DDS-Lite, den ich hier habe, der hält, lass mich überlegen, ich glaube 6 Stunden. Und das ist natürlich eine enorme Leistung, ne? Muss man natürlich sagen. Was auch eine enorme Leistung ist, das ist nämlich Enslaved, denn dazu gibt es nun ein neues Video. Denn zum Actionspiel Enslaved wurde nämlich heute ein neues Video veröffentlicht, denn in dem Video kann man schon einige Eindrücke vom Spiel sehen und Gewitterfliege? Nein, das ist es nicht. Und ihr könnt tatsächlich einen Blick hinter die Kulissen werfen und ja, unter anderem reden die Entwickler darüber, über das Teamwork zwischen Monkey und Trip. Und hier ist das natürlich ein ganz, ganz großes Teamwork, denn die machen natürlich vieles, ne, um die Geschichte natürlich am Laufen zu halten. Und was sonst noch alles dazu gibt, das findet ihr bei uns im Video in der News auf www.eplay-tv.de. Schaut da einfach mal rein. So, aber man muss ja sagen, ne, 3 News, ein Moderator, es geht wirklich rasend schnell. Wir hauen diese News wirklich raus und das war's auch schon. Heute Abend noch als Information, heute Musicbox in the Mix am Freitag und am Samstag haben wir dann noch die großen Sendungen wieder. The Show, Retro Station und die WePlay Liga natürlich auch wieder für euch. Und wenn ihr wollt, schaut einfach mal rein und wir werden auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube entweder heute in Musicbox in the Mix oder am Samstag in The Show, werden wir mal so einen kleinen Eindruck
euch zeigen, was denn so passieren wird in den nächsten Tagen oder, sag ich mal, lieber Wochen. Ich weiß noch nicht. Tage oder Wochen, da wird sich nämlich was ganz Großes passieren. Und was es ist, das erfahrt ihr einfach mal bei uns auf unserem Blog. Da haben wir nämlich noch was Kleines schon gepostet im September. Und was sonst noch alles passiert, lasst euch mal darüber überraschen. Und es wird auf jeden Fall was Großes mit vielen neuen Futures. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend und wir hören uns dann zur neuen Daily Overview Ausgabe am Montag. Natürlich wie gewohnt um 20 Uhr live. Na gut, nicht live, aber ist der Podcast dann wieder für euch online um 20 Uhr. Und in diesem Sinne jetzt einen schönen Abend. Bis Montag oder bis zu den Sendungen. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen und adieu.